Moin zusammen mit am Start mit Fallout 4. Das letzte Mal waren wir, glaube, in dieser einen Stadt bei Boston Commanders. Das war, glaube, ein Krankenhaus bei der Freedom Line, die wir gerade gesucht haben, und haben gegen Gunner gekämpft und haben irgendwelche Sachen gerade in den Versteck reingetan, weil wir das, glaube ich, nicht mitnehmen konnten. Das ist das letzte, woran ich mich erinnere. Ich hoffe, ich bin da gerade richtig. Ich habe mir die letzte Folge leider nicht angeguckt. Ich probiere das gerade alles so reproduzieren aus dem Gedächtnis. Aber ich denke mal, da war man. Und ja, wir porten uns gerade noch mehr oder weniger hin. Was ich das letzte Mal noch zwischen den Aufnahmen gemacht habe, war, dass ich bei der Einsiedlung ein Haus gebaut habe. Das werde ich euch auch noch demnächst zeigen. Ja, sieht ein bisschen shitty aus. Auf der einen Seite sieht es schon mal geil aus, auf der anderen Seite, Dann fragt man sich bitte, wie oder was Combat Zone ist hier. Gucken, wo ich denn bin. Ich bin jetzt hier, Nick Valentine. Nee, das war da unten mit Nick Valentine. Ich muss jetzt mich eigentlich so hindrehen. Ja, da lang. Ist wieder zum Trinity Tower oder was? Ja, hier habe ich. Ah ne, hier runter geht's anscheinend. Ach, er hier. Okay. 7 und A. Irgendein Code? Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen Freedom Trail. Freedom Trail. Boston Common. Ach, reden wir mit dem mal. Vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straße. Alter, ich hau den gleich kaputt, ey. Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr. Hier runter geht's anscheinend. Alles klar. Freedom Trail geht anscheinend hier runter. Dann würde ich mal meinen, dass wir hier runter gehen. Parkstation. Ja. Also, ich würde mal meinen, da gehen wir einfach mal runter in die Parkstation, Park Street Station, gucken mal, was da so abgeht. Also, der Roboter, der hat uns ja sehr viel Auskunft gegeben, hat einige Wörter betont. Oder ich weiß jetzt nicht, ob das einfach so war von seiner Stimmlage, aber meiner Meinung nach hat er einige Wörter betont und unten war auch gerade einer, also muss mal aufpassen da. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Okay. Was? Ich brauche Deckungsfeuer, ihr Penner! Todesgeschütze. Die denn? Todesschütze. Okay. Guck mich, ich komme, mein Freund. Ja. Toll. Mehr war das jetzt nicht. Ich dachte, das ist noch mehr. Dass ich denn übelst die Injektion geben muss. Alter, wie die aussehen. Todesschütze. Also, das sind schon anscheinend andere Menschen. Ich weiß auch nicht. Also, die sehen irgendwie vollkommen verbrannt aus irgendwie. Muss ich sagen.
Haben mich ein bisschen abgefragt angehört, aber das sieht so aus, den hätte ich jetzt nicht so gedacht. Hier noch irgendwas drin? Nee. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal hier lang. Jetzt müssen wir wieder nachschauen, wo was ist hier. So, sind wir auf der Toilette. Aluminiumdosen, Besen, haben wir noch alles. Haben noch alles, was wir brauchen. Alter Schwede. Das Klo ist hier wirklich gefährlich. Okay, hier ist nichts. Außer Kaugummi. Kaugummi auf dem Klo? Ja, boy. Tut mir leid, liebes Klo. Ich ein bisschen gestört habe. Ah, schönes Pilsner mitnehmen. Klo, na, das ist jetzt. Das ist geil, einfach einen Stuhl getan. Naja, da ist das Klo leider ausgegangen. Hier haben wir leider nur einen Stuhl, also, irgendwie muss ich mich ein bisschen anders beschäftigen, auch mit dem Stuhl. Ich muss warten, bis wir dran sind. Terminal benutzen. Mal schauen, was wir in den Terminal da finden, ne? Fahrkarten kaufen. Hinweis-Terminal. Abgeschaltet. Ha. Nachricht an Mitarbeitern. Sehr geehrte Mitarbeiter, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Haltestelle praktisch aufgrund eines Aufkauf von World Tech Corporation geschlossen wird. Daher werden wir die Aufzeichnungen durchgehen und unsere vielen geschätzten Mitarbeiter deine Haltestelle und Abteilung zuweisen. Das System sollte Ihren Einsatzort automatisch. Aha. Sie wurden folgenden neuen Ort zugewiesen. Mitarbeiter kündigt. Sehr schön. Es hat anscheinend allen gefallen, wo das die World Tech Corporation aufgekauft hat. Oh, hier liegt ja noch so viel Altgeld rum, also das ist ja schon krass, ja, dass ja das noch so rumliegt. U-Bahn-Marke. Hm? Sehr schön. Experte, das ist auch geil. In den Safe? Das ist ein Safe. Ah gut, besser gesagt, aber es ist ja ein Raum. Ja, dann machen wir hier mal das Ding hier auf. Okay. Sehr schön. Das wär's. So, hier, Vorkriegsgerät-Schrotverplan. Ah, sehr schön. Passt. Ja. Ja, ich möchte gerne den Inhalt haben. Nein! Na! Hä? Oh, was ist das denn? Hä? Ja, schön. Liebe Leute, so bekommt man eine Aluminiumdose heraus. Wenn man sie nicht bekommt, nimmt man nicht einfach die Hand, sondern man schiebt diesen Behälter, wo diese Aluminiumdose drin ist, die ganze Zeit hin und her. Kickt ihn herum, bis diese Aluminiumdose rausfällt oder bis der Inhalt rausfällt. Nicht anders macht man es. So, nicht anders. Stecken wir uns mal wieder. Vielleicht sind ja um die Ecke irgendwelche Kunden. Okay, das kann ich schon mal nicht irgendwie wegmachen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, man kann das hier kaputt schießen irgendwie, weil ja, Licht ist halt Licht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass hier unten, dass das halt irgendwas hier ist. Kann man schlafen? Ich weiß nicht, wer hier schlafen will, also ehrlich. Schirm kann man mitnehmen. Wir werden auch heute uns einen neuen Flammenwerfer, denke ich mal, ausprobieren. Den Schärfen. Okay. Das habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das irgendwie in dem Tempel ist. Doch, wenn ich jetzt völlig drauf gucke. Okay, ich höre jetzt erstmal keine Stimmen. Also es könnte sein, dass hier gleich unten irgendwelche Feinde sind oder auch nicht. Also wir müssen mal schauen. Auch nicht kaputt machen. Schade. Okay. Okay.
Schön. Kann man wirklich besser zielen jetzt auf einmal. Dann ist sie nicht. Ah, ich will die auch aushalten, die Kunden. Ich glaube, ich muss mal was anderes nehmen. Nee, das ist ein bisschen zu krass. Snipergewehr. Alter Schwede, nervt das eine. Alter. Verbrennt! Verbrennt! Noch irgendwelche Kunden, die es mit mir anlegen wollen, ja? Ihr Kunden, ja? Legt nicht mit euch an, ey. Wenn ich mehr Brennstoff finde, dann wird er für euch alle benutzt, ey. Ihr Todesschützen, ey. Haltet vielleicht viel aus. Eure Haut ist vielleicht geledert. Aber wenn die geledert ist, kann die vielleicht gegen Schüsse viel aushalten, aber nicht gegen Feuer. Meine lieben Leute, das könnt ihr euch gleich mal wieder abschminken. Ich bin sowieso gleich wieder voll. Ich mag das sowieso gleich. Ja, das haben wir klar irgendwie. Dogmeat. Drauf, komm. Muss mal tragen helfen, mein Freund. Ah, ja, ja. Was schon. Handeln. So, ihn erstmal den. Na, kann ich noch nicht. Den ganzen Schrott kann ich ihm noch nicht geben. Schrott erstmal. Ja. Ich glaube, das ist mehr oder weniger die Waffen, die das alles, die mich übelst voll machen. Ja. Na klar. Schienpistolen 3. Das ist noch unnötig. Haben wir noch irgendwas hier? Ne. Alles klar. Dogmeat. Du bist ein guter Kamerad. Du hast wieder alles genommen, was man nehmen kann. Das finde ich eigentlich. Das finde ich an Dogmeat irgendwie geil. Also das ist so. Das Geilste, was es gibt. Okay, haben jetzt überhaupt alle gelootet hier? Haben jetzt alle Freunde der Nacht gelootet? Jetzt sind wir uns. Ah, ne, hier noch nicht. Dann war ich noch nicht. Leute, jetzt habe ich irgendwas Geiles aufgenommen, was ich mir noch nicht durchgelesen habe. Irgendwie drücke ich das immer auf was hinweg. So, was wir hier reingucken muss. Na gut, brauchen wir nicht reinzugucken. Mit Licht. Also, hier ist ja Licht noch an. Die ganzen Spinde sind leer. Den Pümpel wollen wir mitnehmen. Hier noch irgendwas Geiles. Oh, sehr schön. Bett. Licht an. Vielleicht ist hier irgendwie noch ein Safe auf dem Boden. Nee, hier ist noch Kühlmittel. Nee, das wollte ich nicht machen. Moment. So, Licht wieder an. Kronenchor, hier brauchen wir natürlich immer. Alles klar, das war mein Handy, Leute. Nicht wundern, nicht wundern. Es war Clash of Clans, was ich sagen will. Yo, dein Schild geht nicht mehr, oder? Yo, deine Einheiten sind fertig, wir können den nächsten Angriff starten, Freund. Heißt Leute, ich muss jetzt mal auf K gehen. Nein, Spaß. Spaß beiseite. So, guck mal in den nächsten Raum. Hier ist hier was drin. Nee, ist gar nichts. Das sind nur irgendwelche Generatoren. Jetzt auch nicht weiterhelfen. Hier hinten irgendwas. Hallo? Hallihallo. Manchmal habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas drin ist manchmal, aber. Nee. Schade, Marmelade eigentlich. Hier hinten sieht es aber irgendwie aus, dass hier irgendwas sein kann. Oder? Nee. Sieht aber so aus, als könnte man hier rein. Man kommt nur da vorne rein. Einsteiger, war doch klar. Irgendwas zum Knacken ist hier doch immer da. Okay, die Handklammer ist leider kaputt gegangen.
Sehr schön. Geschafft. Sind soll der Bim, Tür ist offen, mal aufpassen. Können die könnten irgendwelche Fallen sind. Bam, 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 bam. Ach lol. So die Selbstschussanlage. Alles klar. Dokmi, du störst gerade ein bisschen mal wieder, aber das sind wir schon irgendwie an dir dran gewöhnt, dass du irgendwie manchmal störst. Okay. Sehr schön. Cool. Was haben wir denn hier? Okay. Eine Waffe. Selfboy, Schrot, Red Evil. Hey, wir sind ja gleich wieder voll, wir können gleich wieder heimgehen. Wir können gleich wieder nach Hause gehen und alles wieder wegtun. Also wir haben wieder so viel Waffen, also immer wenn wir Gegner sehen, also das ist unnormal, wie viele Waffen wir manchmal hier finden. Oder whatever, was wir manchmal für Plunder einfach hier finden, das ist schon krasse, krasse Scheiße, ey. Jet. Leute, was ist dieser Hund? Terminal, was ist der Terminal hier? Packkarten kaufen, abschalten, nee, brauche ich nicht, also. Ich weiß wahrscheinlich, ist da keine bessere Nachricht drin, als ihr seid gefeuert, wisst wahrscheinlich. Gut, ist hier noch irgendwas für Material da? Ein Radio? Cram ist hier da, ein paar Drogen. Hören wir ein bisschen Radio nebenbei. Ich dachte, der eine Typ ist wieder da, der eine Radiotyp da. Also, das dachte ich mir jetzt so ein bisschen. Alles klar. Weiter geht's. Wir gehen mal hier runter oder whatever, wo es hier lang geht. Also, wir können uns hier links oder rechts entscheiden. Ich gehe mal rechts lang. Also, das hat jetzt nichts mehr zu bedeuten oder so. Boah. Hier unten muss doch sowieso irgendwas sein, oder? Okay. Ist irgendwas? Ah, Nuga-Cola, okay. Ist klar. Nuga-Cola Quantum ist dabei. Mal lange nicht mehr gefunden. Oder zumindest sieht es sehr chemisch aus, ey. Ey, diese chemischen Sachen, ey, das ist schon der Hammer. Wisst nicht. Also, ein Kumpel von mir, der trinkt auch sowas. Der trinkt immer sowas Neongrünes. Und da denke ich mir, Leute, ey. Kann man sowas trinken? Es schmeckt! Ich habe auch selber mal Wasser getrunken, aber ich sag immer zu denen, wenn der das immer mitnimmt, der leuchtet sicherlich nachts. Also, ich kenne auch noch diese komischen Neon-Bildern, die immer nur weiß sind. Wenn du das Licht ausmachst, leuchten die immer grün oder sowas. Das waren immer Sterne oder meistens Aliens oder sowas, die man da immer gemacht hat. Okay, so ne? Hallo? Sehr komisch auf einmal mit dem mit der Musik da vorne ist einmal bam 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 und da hinten, wenn ich jetzt so hier lang laufe, ist nichts, also ist sehr komisch, aber egal. Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Fallout 4. Ja, das werden wir alles in der nächsten Folge machen, da reinzugehen und mal gucken, was da so abgeht, denn anscheinend waren das hier sehr friedliche Musik gerade, aber da vorne das ist nichts, aber egal. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder lasst einen Kommentar da. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich immer in jeder Folge mal ein bisschen genannt werden. Und ja, danke fürs Einschalten und Chancen.